Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Weihnachtschallenge. Dies ist Teil 4. Na, und alle schlafen? Nein, nicht ganz alle. Elfi ist mal wieder unterwegs. Wo ist denn Elfi? Ach, sie steht wieder da in der Gegend und spielt mit ihrem Handy und ist sehr hungrig. Ja, Elfi, zu Hause gibt es was. Dann könnte sie doch einfach mal hierher gehen und sich was zu essen holen. Da hat Christkind doch sogar was Leckeres gekocht. Und dann schicken wir sie auch ins Bett. So. Ja, sogar Renny schläft. Und was ist denn eigentlich mit Mounts? Hockt da oben? Oh, dreckig bist du geworden. Muss ich erst mal putzen. Na, das ist doch lustig. Vielleicht mache ich da mal einen Screenshot von. Vielleicht passiert ja noch was anderes, was noch interessanter ist, aber das sieht irgendwie lustig aus, wie sie da dreckig hockt und sich putzt. Naja, wenn man da Sachen findet und fängt, dann wird man schon dreckig. Sie hat bestimmt in dem Fischhaufen gespielt. Ja, so dreckig bist du geworden. Naja, wir warten mal ab, ob sie von selber wieder sauber wird oder ob sie hier rot bleibt und dann müssen wir sie vielleicht mal nach Hause rufen. Ja, und schmeckt's? Wird's besser, das Wohlbefinden? Ah ja, während sie jetzt hier sich alle Bett fertig machen, beziehungsweise schon längst schlafen, muss ich euch leider etwas Trauriges erzählen, denn Beaver hat mich doch darauf aufmerksam gemacht, dass bei ihm auch diese Verkaufstische bzw. diese Leinwand nicht funktionieren seit dem Hunde- und Katzen-Update. Und ich habe es dann nochmal in einem anderen Gameplay ausprobiert, einem anderen Safe-Game, wo ich schon eine Malerin hatte, die ganz viel Geld mit dieser Leinwand verdient hat vor dem Update. Und auch da lief gar nichts mehr. Es wurde einfach gar nichts mehr verkauft. Das ist natürlich schade. Also diese Idee von einem funktionierenden Weihnachtsmarkt, wo die produzierenden Sachen hier über diese Stände verkauft werden, die ist leider für die Katz. Aber was ja funktioniert ist, wenn man hier so einen Gartenverkauf macht, dann kommen Leute an. Und was ich jetzt dachte, ist, ich lasse diesen Stand hier und da stellen wir ein paar hübsche Sachen drauf und tun so, als würden wir Gartenverkauf machen. Und hier stelle ich vielleicht irgendwie so Inseltheken hin aus einer Küche und Barhocker. Und dann kommt da so eine Limonadengetränketablett hin und das ist dann sozusagen kostenloser Glühweinausschank. Das heißt, wenn dann der Weihnachtsmann oder das Christkind mit der Bevölkerung Kontakt haben wollen, um Leute kennenzulernen, dann gibt es hier einen Gartenverkauf und hier können sie sich was zu trinken holen und ich wette, die kommen gerne und holen sich was zu trinken. Wie viel Geld haben wir denn? 1755. Elfi, willst du nicht schlafen? Naja, es geht eigentlich. Sie soll ruhig erstmal das Bild fertig malen. So, und ich gebe jetzt einfach mal einen Teil unseres Geldes hier für so Theken aus. Sollte natürlich ein bisschen urig aussehen, also hier diese von Elternfreuden wäre vielleicht geeignet. Ja, die sieht urig genug aus. So, dann stellen wir die so hier so an die Grenze. Und zwei und eine dritte machen wir als Runde. Das sieht dann hübscher aus, finde ich. So. Okay, und dann kaufen wir noch so ein Tablett. Ich glaube, das gibt es bei Aktivitäten. Aktivitäten und dann vielleicht Verschiedenes. Die Bars sind ja schon mal hier. Da ist es. Genau das will ich haben.
Und dann nehme ich mal ein rotes und das stellen wir hier drauf. Das ist dann natürlich eine kostspielige Sache, aber Weihnachtsmann und Christkind wollen ja sowieso Sachen verschenken. Mache ich hier Barstühle hin? Ich glaube besser nicht, sonst kommt man da schlechter dran. Ich lasse das mal so. Wollen ja sowieso Sachen verschenken und dann können sie auch im Rahmen des Weihnachtsmarktes Freigetränke anbieten. Warum eigentlich nicht? Denke ich mir. Ja, ich habe mich hier nur gerade gewundert, warum hier die Wand hoch ist. Ah, das Bild ist fast fertig. Und wir verkaufen die Bilder jetzt einfach immer direkt, wenn sie fertig sind. Und wenn die fleißig malen, wird das schon ordentlich Geld zusammenkommen. Und die machen ja alle was zum Geld verdienen. Wir werden also schon ordentlich Geschenke zusammenkriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jo. Und Renny will irgendwie wohl am liebsten mit einem Ball spielen. Die schlafen alle, Renny. Oh, und die Katze ist immer noch in einer schlechten Verfassung. Darum rufen wir sie mal herbei. Ach, da ist sie ja schon. Was brauchst du denn, Kätzchen? Ja, wenn du fertig gemalt hast, frag mal die Katze, was los ist. Ach, jetzt geht's der Katze plötzlich besser. Das ist doch gut. Sie stinkt immer noch ein bisschen. Yashona and a herb. Aha, scheuer, scheuer. Will sie vielleicht aufs Katzenklo? Hier ist ein Katzenklo. Ach, Mounds sehnt sich nach Aufmerksamkeit. Na, dann streichel sie doch einfach mal. Und dann malst du das Bild mal fertig. Und dann kannst du dich auch mal ins Bett legen. Oder vielleicht erst mal kurz aufs Klo gehen. Ist ja schon früh am Morgen. Aber das macht ja nichts. Wenn sie die halbe Nacht durchmacht, finde ich, schadet das gar nichts. Man hat sonst immer so viel Trubel und jetzt können wir uns mal hier auf sie und die Maus, nein, die Mounds, die Katze namens Mounds konzentrieren. Sehr gut, das ist wohl fertig. Was macht sie jetzt? Ah, ein Geschenk in Empfang nehmen, das ist gut. Das verkaufen wir. Bringt jetzt noch nicht so viel, die Bilder, aber das kommt schon noch. Wir haben ja bis Weihnachten noch ein paar Tage Zeit. Gut, jetzt hat sie sich bei dem nicht vorhandenen anbringenden Tier bedankt. Ein prähistorischer Vogel. Prima, den verkaufen wir auch direkt. Ich dachte mir hier, ah, ich schicke sie erst noch mal auf Toilette und dann zum Schlafen. Und dann sage ich euch, was ich mir dachte. Da schläft schon der Erste auf. Da steht schon der Erste auf. Also, ich dachte mir, dass ich hier diese Maisims-Trophäen und vielleicht Kristalle und so hübsch aussehende Sachen hinmache. Und die Fossilien und auch die meisten Metalle, die verkaufe ich direkt, weil die sind nicht so dekorativ. Und ich lasse das halt hier, um ein Ereignis zu haben, wo Leute kommen, ohne dass ich gleich eine Party veranstalten muss. Ja, das gefällt mir hier eigentlich ganz gut, dieses Glühwein-Stehausschank-Dings. Ja, ich hoffe, dass ich nächste Woche auch mal auf einen Weihnachtsmarkt komme. Du bist schon wach, Zwockel. Dann könntest du hier mal unserer Renny sagen, oh, vielleicht erstmal wegen Aufwecken ausschimpfen. Wenn die dich nämlich aufgeweckt hat, dann das muss sie lernen, dass sie das nicht tun soll. Und dann sagst du ihr mal, dass sie ihr Geschäft erledigen soll. Bevorzugt draußen. Und wir schicken unser Kätzchen mal zum Federn sammeln. Ja, genau, Renny. Einen ordentlichen Haufen machen, bitte. Ja, sehr schön, sehr schön. Ooh.
Ja, prima. Wunderbar. Ich meine, 80 Simoleons ist nicht schlecht. Ah, ja, Zwockel, du könntest vielleicht einfach auch noch mal die Renny ein bisschen besser kennenlernen, damit sie da so einen konkreten Ansprechpartner in dir hat. Und auch noch mal reden. Oh, sehr gut. Er hat einen Meilenstein. Das ist gut. Ja, jetzt muss er mit mehr Tieren befreundet sein und mindestens Kumpel von einem Tier werden. Und erfolgreich Fehlverhalten korrigieren. Na, das ist doch gut. Hat er ja schon angefangen. Ah, jetzt habe ich die Wände ganz runtergeklappt. Mach mal. Ah. Ah ja, doch, da wir jetzt ja sowieso nichts verkaufen können, ich lasse ihn vielleicht nochmal so eine Pferdeskulptur machen, weil die hübsch aussieht. Und danach lasse ich ihn dann aber Möbel schreinern, weil man damit mehr Geld verdient. Also so ein paar Skulpturen lasse ich ihn machen. Christkind, du weißt nicht, was du tun sollst. Hier steht was zu essen. Ess doch mal. Und dann könntest du vielleicht nochmal was kochen für alle. So, wen haben wir da noch? Feli ist aufgewacht und malt schon. Das ist ja klasse, dass die malen, ohne dass ich ihnen das auftragen muss. Wunderbar. Jetzt muss sie drei emotionale Gemälde fertigstellen und Gemälde verkaufen. Da muss ich dann dran denken, dass ich die emotionale Gemälde malen lasse. Ich denke mal, die Elfi. Ja, die ist auch in dieser Stufe. Okay. Balin ist bald ausgeschlafen. Den lassen wir einfach noch ein bisschen weiter schlafen und dann soll der sich mal frisch machen. Und dann schicke ich ihn wieder auf Tour. Na, wunderbar, Zwockel ist schon fertig. Sehr gut. Will schon wieder lesen. Mach mal ein Möbelstück. Du könntest mal eine Gartenpflanzkiste machen. Ja. Er funkelt. Oh. Ja, er ist ja auch ein Weihnachtszwerg. Wie er funkelt. Ob das was Neues ist? Also hier diese Pluszeichen und so, die kenne ich schon, wenn das Grundstücksmerkmal dafür ist, aber das Funkeln ist gut. Ich glaube, ich habe dieses Atelier oder so als Grundstücksmerkmal gewählt. Was ist das? So groß ist der Fossilstein. Uiuiui. Mach den mal auf, Weihnachtsmann. Ja, ich will sehen, was drin ist. Ein gewaltiger Trilobit. Ja, der wird einfach mal verkauft. Und hier haben wir ein Bild. Es sieht ein bisschen obskur aus, aber immerhin, es ist ausgezeichnet und bringt 363 oder sowas. Nö, 303. Habe ich mich verguckt. Ja, du könntest einfach noch mehr malen. Ja, jetzt geht sie erstmal aufs Klo, das ist wohl besser. Und ja, der Zwockel hat sich wohl geschnitten beim Werkeln, das kommt vor. Ich lasse ihn mal unsere Renny ausziehen zum Schatz suchen und Mounts soll auch mal Federn sammeln. Okay. Und Weihnachtsmann, wo steckst du? Da oben? Ja, der könnte vielleicht einfach noch mal pinkeln gehen und dann lasse ich ihn mal so einen Nicht-Gartenverkauf machen. Also ein
Meet and greet mit der Bevölkerung sozusagen. Darauf läuft es ja hinaus. Das ist ja wichtig, dass die Leute kennenlernen. Ja, hier sind Federn angekommen. Erstens mal, dass wir dann viele Gäste haben für die Weihnachtsparty. Und auch so ist das ja eigentlich ein Job vom Weihnachtsmann. Zumindest würde ich das so sagen. Zwockel, wie sieht's aus? Hattest du dir das geholt? Dann kannst du das auch essen. So. Oh, Feli hat schon Level 6 der Malereifähigkeit erreicht. Das ist cool. Also. Ja, Zwockel ist jetzt und danach soll er. Ja, ich lasse ihn einfach ein paar Gartenkisten machen. Ich hoffe, er hat bald einen höheren Level. Dann kann er auch wertvollere Sachen machen. Oh, beschämt. Ist da jemand reingekommen? Tja, da müssen wir vielleicht doch noch mal ein getrenntes Klöchen machen. Dann gibt es nicht so viele Beschämungen. Aber ich finde das hier eigentlich ganz nett in dem Turm. Da muss ich noch mal drüber nachdenken. Oh, und was mir auch einfällt, ist, wir bräuchten vielleicht ein Klo für unsere Gäste. Weil, wenn die Leute zu so einem Gartenverkauf kommen, dann brauchen die oft ziemlich dringend eine Toilette. So, und da machen wir einfach mal hier vielleicht so ein kleines Häuschen hin. Ne? So wird das nix. Machen wir es mit einzelnen Linien. So. Nein, so, oh, ganz schön groß. Kann man das nicht? Vielleicht machen wir so ein längeres. Und dann machen wir. Ja, ich glaube, das finde ich besser. Machen wir Klo und Waschbecken gegenüber und die Tür in der Mitte. So. Nein, ich wollte keinen Weihnachtsmann. Ich wollte eine Tür. So. Okay. Und jetzt holen wir uns ein billiges Klo. Und da können natürlich dann auch unsere Leute draufgehen, also unsere Weihnachtsfamilie, die haben dann natürlich auch ein zusätzliches Bad, beziehungsweise Klo, was ja gar nicht schlecht ist. Noch eine kleine Lampe. So. Und dann haben wir natürlich schon wieder einen ordentlichen Teil des Geldes ausgegeben. Aber es dient ja dem Service für die Bevölkerung. Insofern macht das ja durchaus Sinn. So, jetzt haben wir hier ein kleines Klo. Im Anhang und unseren Saftausschank. Und da können die dann so hinten rum reingehen und dann, naja, eben aufs Klo gehen. Und unsere Weihnachtsleute können da auch hin. Und wie ich das hier vielleicht noch abteilen kann, dass das Klo getrennt ist, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Okay, Weihnachtsmann, kannst du jetzt kommen? Bist du jetzt nicht mehr so beschämt? Jetzt willst du lesen. Nee, komm mal hierher, Weihnachtsmann. Wir machen jetzt Weihnachtsmarkt. So, und nebenbei lassen wir Mounts noch ein paar Vögel sammeln. Federn. So. Jetzt hoffen wir mal, dass da noch was drin ist. Ja, prima. Sehr gut. Wir verkaufen einfach mal ein paar der Sachen. So. Und es wird dann sozusagen spezialisiert sich auf Kinderspielsachen und Schmucksteine. Ich finde, das ist passend für einen Weihnachtsmarkt. Das kannst du gleich auch noch mal aufmachen, wenn wir schon dabei sind. Ach, das ist doch eigentlich auch ganz nett. Obwohl, das tun wir mal hier ins Haus zum Spielen für die Haustiere. So, nee, 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 bleib mal hier, Weihnachtsmann. Stell mal aus. Ich weiß, ich habe dich zu lange warten lassen mit meiner Räumerei. Und dann kannst du hier Getränk mixen. Und zwar, ich denke mal, Eistee ist am passendsten.
Wie war das jetzt? Ganz schön teuer. Ja, gönnen wir uns das heute mal. Das nächste Mal machen wir das Billigere. So. Aber das ist halt so der vorweihnachtliche, der immerhin ist das rot wie Glühwein, der vorweihnachtliche Service an der Bevölkerung. So, jetzt bediene mal den Stand. Und dann starten wir den Gartenverkauf. Und Christkind, du komm hierher. Da müsste man jetzt sowas sagen können wie: Kümmere dich im Gespräch um die Bevölkerung. Aber das gibt's leider nicht. Da muss ich sie ab und zu mal plaudern lassen. Wahrscheinlich würde sie sonst gerne auch mal wegrennen. Und da wir schon zwei Liebe Kuh! Pferdeskulpturen am Stand haben, Ja, verkaufe ich sie mal. Wakaru Ibikoi! Shimpur! Sabino! So. Klefete Na, immerhin, da kommt doch schon Brennetu! mal jemand. Tibo! Kanir! Christkind, hier, red mal mit Chilo! dem. Freundlich Mirbeni! vorstellen. Und Patur! hier, Wisse! freundlich vorstellen. Da Fibino! kommt noch jemand. Swapa! Na, dann ist sie Sada beschäftigt, Abimi! unsere liebe Christkind. Flirten, aber sowas. Als Christkind ist Flirten nicht angesagt. Ja, und sie stürzen sich gar nicht so auf die Getränke. Das heißt, das Angebot ist da, aber sie plündern es nicht sofort. Ein sehr schönes Bild. Können wir uns das leisten, das irgendwo hinzuhängen? 322, das gönnen wir uns mal und das hängen wir mal hier hin, weil dann sehen wir es auch oft. Na, komm. Ja, da ist es ganz cool. Okay. Zwockel, du kannst mal wieder was tun. Ich fürchte, ich muss hier eine andere Tür hinmachen. Weil die ist nervig, diese Tür. Möbel herstellen. Ja, er kann einen Spiegel machen. Dann können wir damit mehr Geld verdienen. Und ich mache da schon mal eine andere Tür rein. Ich finde die zwar klasse, aber die steht optisch immer so im Weg. Die klappt sich nicht mit runter. Und ich hoffe, dass ich bei der hier jetzt wenigstens die eine Hälfte runterklappt, also so wie da. Gut, Zwockel, kommst du? Möbel herstellen, Spiegel. Und der Feli gebe ich mal noch was zu malen. Die soll jetzt mal ein selbstsicheres Gemälde malen und hier gleich noch ein selbstsicheres Gemälde. Und der Weihnachtsmann. Ja, das ist doch toll. Na, wunderbar. Sehr schön. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Dann klappe ich hier mal noch unser Haus hoch. Ja, das ist doch wunderbare Begegnung mit der Bevölkerung. Und jetzt lasse ich Sie hier noch mal noch mehr reden, lustige Geschichte erzählen und nach Tag fragen und Tag verschönern. Und der Balin müsste jetzt auch mal fit sein. Geh du noch mal hier für kleine Zwerge. Ah, und in der Zwischenzeit kann ich noch mal Mounts ausschicken. Und, ach so, da muss ich der Zwockel sein und dann kann ich hier auch Renny ausschicken und Mounts kann ich hier gleich nochmal ausschicken. Das ist dann schon wie halb direkt gesteuert. Ah, gehen Sie jetzt Getränke? Nein, Sie gehen hier durch die Tür und gehen dann raus. Okay. Zwockel, du hast fertig gewerkelt. Ah, jetzt geht er hier auf die Außentoilette. Na, das ist doch gut.
Und dann kann er danach gleich nochmal werkeln. Sarpava. Ja, jetzt komme ich hier ein bisschen besser dran. So. Oder nein, ich lasse ihn erstmal hier Federn aufmachen. Erstmal diese hier. Dankeschön, Mounts. Sehr gut. Öffnen und öffnen. Und dann gucken wir mal, ob noch mehr da sind. Eigentlich hätte Mounts noch mehr bringen müssen. Aber vielleicht sind die wieder bei jemand anders gelandet. Mounts, geh doch nochmal hier. So. Und uns fehlt noch die 12. Feder. Das ist... weiß ich gar nicht. Diese Punkt-Zicksam-Feder ist auch sehr selten und die ist selten. Welche fehlt, weiß ich gar nicht. Aber die werden wir schon bald kriegen. So, Barlin, jetzt wird es Zeit für dich. Ein bisschen hungrig bist du, aber wenn wir jetzt warten, bis alles perfekt ist, kommst du nie mehr los. Leider ist der Weg dahinter nicht so nah. Hier müsste es so einen kleinen Zwischenimbiss geben. Er könnte sich vielleicht ein Proviant mitnehmen. Gucken wir mal. Mehr Auswahl. Öffnen. Alles, alle. Leider kannst du dir dann keinen Proviant mitnehmen. Also, wieder dahinter. Da muss ich Christkind gleich mal wieder kochen lassen. Die Besucher sind jetzt auch erstmal weg. So. Graben. Graben. Hier schicken wir... nein, das muss Zwockel machen. Den Hund hinschicken. Dann soll Barlin hier mal ernten. Okay. Und hier noch graben. Und dann lassen wir ihn gleich nach Hause gehen. Das habe ich irgendwie die letzten Male immer versäumt, ihn dann gezielt nach Hause zu schicken. Gibt es hier eigentlich noch was Interessantes? Nö, da hört die Welt auf. Da gibt es noch eine Pflanze, aber ich denke mal, ich lasse ihn nach der Strecke einfach nach Hause flitzen. Na, er ist schon halb wieder da. So, nach Hause gehen. Jetzt. Christkind, koch mal was. Oh, sie muss aufs Klo. Und dann lasse ich sie erstmal aufs Klo gehen. Und Weihnachtsmann, du stehst da noch. Ich würde sagen, du kannst mal ein Päuschen machen. Ja, hast du dir verdient. Und die Episode ist schon wieder 28 Minuten lang. Nein, nein, nein. Ich könnte hier wohl ohne Pause spielen. Okay, also wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.